Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es wieder um den Passat. Und da geht es heute mal darum, die Tür noch nachträglich zu dämmen. Genau, nachdem das Helix-Soundsystem hier reingekommen ist, haben die Lautsprecher in den Türen halt auch deutlich an Leistung zugenommen. Und seitdem schnarrt das hier an allen Bereichen, wo es schnarren kann. Und deswegen habe ich jetzt überlegt, habe nochmal ein bisschen Alubitür gekauft, ein bisschen Bitumenband und noch so eine andere Matte, die wir später sehen. Das kleben wir da jetzt mal alles rein. Und als erstes fangen wir erstmal logischerweise damit an, die Türverkleidung auszubauen. So, und da brauchen wir irgendwie irgendein Plastikkeil in irgendwelchen Formen, um hier an dem Griff die Kappe abzubauen. Die sitzt da recht stramm drin. Ist aber nur geklickt. So, und dann sitzt da eine Schraube hinter, relativ weit hinten. Dafür brauchen wir einen 30er Torx und eine Lampe, weil sonst sehen wir nicht, wo wir hingehen. Die zweite sitzt hier unten drin in einem Loch. Ja gut, die ist in der Verkleidung liegen geblieben. Die schütteln wir später raus. Und dann brauchen wir noch einen 10er Schlüssel, um hier unten drunter diese kleine 10er hier einmal um 90 Grad zu drehen. Wenn man sich das anguckt, sieht man warum. Die verriegelt das halt einfach nur. Ja, und dann kann man eigentlich schon anfangen, hier dran zu ziehen. Weiß ich nicht, da nimmt man sich auch irgendwie ein Plastikkeil oder so. Geht hier irgendwie hinter die Verkleidung, wenn das gut möglich ist. Weil hier sitzen Nippel. Da, da, da und da, glaube ich. Müssten alle gewesen sein, wenn die so fest ist, nicht weiterziehen, weil dann wird das Ganze einfach nur nach rausgeschoben. Genau, und dann geht es auf der Rückseite hier weiter. Können wir dann hier mit einer Hand gut festhalten und einmal die Stecker lösen, die das Ganze hier noch verbinden. Und natürlich der Griff, der Aufmachgriff, der ist hier auch einfach nur reingeklippt zur Seite und raus. Und dann ist die Verkleidung auch schon ab. So, die können wir erstmal zur Seite stellen. Bevor wir jetzt so richtig loslegen, holen wir erstmal hier die Klipse aus der Tür raus. Weil zwei sind hängen geblieben und drei sind in der Verkleidung geblieben. Die sollen aber in der Verkleidung bleiben. Die kann man dann mit irgend so einem Hebelwerkzeug einfach rausziehen. Klick. Uns erstmal zur Seite legen, die beiden. Brauchen wir dann später wieder. Ja, und jetzt kann man sich das erstmal angucken und gucken, wo es natürlich klappert oder wo nicht. Drüben auf der Beifahrerseite habe ich das jetzt schon einmal durch. Da habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass die ganze Klappe hier recht lose drin saß.
Da hatte ich mit angefangen, die einmal rauszuholen. Und dann habe ich ja hier dieses Bitumenband gekauft, ein Stück abgerissen. Ein bisschen lang gemacht. Und hier einfach mit drauf geklebt, dass das Ganze unter mehr Spannung kommt. Das war nach dem Bitumenband dann auch interessant. Ja, jetzt sitzt sie halt ein bisschen strammer hier drin, kann sich nicht mehr bewegen und festgeklebt ist es ja jetzt da an dem, wo das Bitumen sitzt, halt logischerweise auch. Ja, und jetzt können wir hier loslegen, die Matten reinzulegen. Und da wir ja am Lautsprecher die meiste Schwingung haben, hatte ich drüben erstmal damit angefangen, hier möglichst viel an den Lautsprecher an sich ranzumachen. Nur da haben wir jetzt hier ungefähr eine Messerbreite. Das heißt, wir nehmen hier auch ungefähr vier so eine Nupsis. Also hier ist genug Platz. Die Türverkleidung an sich sitzt nur mit so einer Art Schaumdichtung hier auf dem äußeren Rand auf. Das heißt, wir können hier auch ordentlich was drum machen. Also machen wir noch eine dritte Lage. Ja, und an sich gehen wir jetzt hier Stück für Stück das Blech ab, was man nachher unter der Türverkleidung halt nicht mehr sieht. Also alles, was silber ist, voll machen. Die ganze Tür mit Alubetyl vollgeklebt, das geht seiner Türpappe weiter und da sucht man sicher jetzt auch erstmal noch die Sachen raus, die irgendwie potenziell schnarren könnten oder was auch immer. Die ganzen Aufkleber, die hier drauf waren, die sowieso schon lose sind und kurz vor Abfallen, die habe ich jetzt schon mal abgezogen. Ja, und so ein Kandidat ist halt er hier noch. Der ist da relativ lose drin, das ist der Schalter für die Heckklappenentriegelung, den kann man hier ganz einfach rausploppen. Und wenn man sich dann auf der anderen Seite das Ganze hier nochmal anguckt, wollte ich da kurz zur Seite legen, nehmen wir so einen Streifen Bitumenband.
So, jetzt sieht das gut aus und wackeln tut er auch nicht mehr, klappert nicht mehr. Eine Stelle weniger, die Geräusche machen können. So. Jo. Hier sowas lose Kabel, auch wenn das wahrscheinlich nicht klappern wird, aber wenn man eh gerade dran ist, kann man da auch nochmal so einen Streifen drüber kleben. Alles, was halt verdächtig aussieht. Durch ist. Aber jetzt hier nochmal so eine Platte Schaum gekauft, die einfach nur dafür da sein soll, dass da mehr Druck auf das Ganze drauf kommt, dass die Pappe an sich halt auch überall mit ein bisschen Druck anliegt. Und die passt hier eigentlich relativ gut einfach da rein. So, da muss man natürlich aufpassen, dass wir die Schraubenlöcher hier wieder freischneiden. War es das ja eigentlich schon? Das heißt, die Türpappe an sich kann auch wieder rein. Ja, und da vorhin die Nippel in der Tür hängen geblieben sind, müssen die hier natürlich auch wieder rein. In die Position, wo sie hingehören. Von der Seite reingucken hier, die Nippel richtig sitzen und dann würde ich sagen, sitzt ja schon ganz gut. So, dann der Nippel wieder umgedreht hier unten. Irgendwie die Schrauben wieder angesetzt. Ja, dann war es das eigentlich auch schon. Alles soweit am Abgabt, wieder gedämmt, angebaut und jetzt hoffen wir einfach mal, dass das Schnarren weg ist. Ja, und dann wie immer liken, abonnieren, teilen und bis zum nächsten Video.